Willkommen zurück, meine verehrten Farmer. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Fields of Mystria. Und wie es aussieht, haben wir hier kurz vor 2 Uhr. Da habe ich ja spät aufgehört. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Es kann sein, dass der Part heute ein bisschen später kommt, weil ich den sehr kurz vor knapp aufnehme. Das heißt, wundert euch nicht, falls ihr den zu einer etwas späteren Zeit schaut. Nicht, dass es so viele Zuschauer hätte, aber trotzdem. Nur damit ihr gewarnt seid. Okay, unsere Ausbeute für heute sieht ziemlich gut aus tatsächlich. 260 Münzen und 53 Ruhm. Das gab direkt ein Upgrade für unseren Town Rank. Das ist doch wunderbar. Und wir haben den Town Rank Stone erreicht. Vielleicht reicht das ja schon, um in die Mine zu gehen. Und Ulrich hat Geburtstag, okay? Ich wüsste nicht, was ich ihnen schenken soll und ich denke, es ist auch nicht notwendig, Ulrichs Beziehung zu erhöhen. Ich meine, ich weiß nicht, was uns das Beziehung erhöhen im Long Run bringt, ob wir da vielleicht Rabatte bekommen oder ähnliches. Aber ansonsten denke ich, reicht es, wenn wir einfach nur mit ihm sprechen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir auf die Farm. Und fangen erstmal an, ein bisschen zu gießen. Ich denke, das ist erstmal das Beste, was wir hier tun können. Weil wir haben ja eine ganze Menge Saatgut. Und ja, ich denke, wenn wir an dem Punkt kommen, an dem wir dieses Feld dann auch kontinuierlich bewirten können, dann haben wir sowieso was ganz Eigenes und Interessantes geschafft. Erstmal ins Nichts gegossen. Dann haben wir nämlich tatsächlich eine richtige Ökonomie aufgebaut für unsere Farm. Mal sehen, wie lange das noch dauert. Ich denke, da wird noch einige Zeit ins Land gehen. Okay. Dann würde ich sagen, hauen wir fast alle Daffodils weg. Was war es nochmal? Diese Taste, genau. Eine würde ich da gerade erstmal behalten, damit ich sie dann an Celia weitergeben kann. Genau, die Caterpillar, da wollte ich eine an Luke geben und eine ins Museum. Und dann würde ich sagen, fangen wir wieder an, erstmal schön uns abzuackern. Und danach beginnt der tägliche Grind, in dem wir umherlaufen und mit allen Leuten reden. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich irgendwas Interessantes zu erzählen habe. Derzeit. Gefangen. Ja, mein Paddlehopper. Derzeit passiert nicht allzu viel Interessantes bei mir. Obwohl, eine Sache habe ich. Eine Kleinigkeit habe ich, die ich erzählen kann. Und das ist, dass ich mir einen neuen Rechner bestellt habe. Und der vermutlich im Laufe der Woche ankommt. Und ich bin sehr gespannt, entschuldigt, ich bin sehr gespannt, wie gut er dann sozusagen ist, wie gut er dann funktioniert. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich ihn noch nicht sofort für meine Aufnahmen verwende, sondern erst später, weil das Ganze natürlich noch Setup erfordert. Aber das heißt auch, dass ich in Zukunft leistungsanspruchsvollere Spiele aufnehmen kann. Vermutlich nicht mehr dieses Jahr. Ich werde vermutlich, wenn dann nächstes Jahr damit anfangen. Aber das hat mich schon mit am meisten gewurmt, weil ich das ein oder andere Let's Play-Projekt halt versucht hatte aufzunehmen. Aber dann einfach gar nichts möglich war, weil mein Grafikspeicher komplett ausgelastet war und dann ging natürlich dann auch nichts. Okay, schauen wir erstmal, was uns hier so gesagt wird. Phantasm, in regards to the mines. Aland has informed me that Mystria's rank has been raised to Stone Star, and I have agreed to meet with him to further discuss the mines. Please meet us at the mines entrance west of town. Phantasm. Errol. Okay, machen wir doch. Hey Phantasm, I've been thinking about what a big task it is to get your farm back in shape. If you can bring me 10 wood, I can give you a quick overview of how to start crafting the things you'll need, like fences. Gerne doch. Phantasm, congratulations! Mystria has reached the Stone Star Town Rank. We couldn't have done it without your help. Mystria is sure to make a full recovery with your continued assistance. Please accept this token of thanks, Adeline. Ein Kupferingot. Oh, sie hat uns einfach so Kupfer geschenkt. Das ist natürlich cool.
Schauen wir erstmal ganz kurz. Holz haben wir natürlich in Hülle und Fülle, das heißt, daran scheitert es definitiv nicht. Stecken wir uns mal 10 Holz ins Inventar. Wobei es eigentlich ziemlich redundant ist, weil ich sowieso jetzt meine Farm noch ein bisschen aufräume. Aber, naja, machen wir einfach mal, nicht wahr? Dann cutten wir ein bisschen. Wir müssen dann sowieso links wieder zu Errol, weil wir ja ins Museum wollen und dann... Oh Gott, das Fiber. Und dann die Caterpillar abgeben wollen. Oh, da ist wieder ein Petalhopper. Den würde ich am liebsten fangen. Ich glaube, das werde ich auch. Piu! So. Ups. Und damit haben wir den Petalhopper. Und ich würde auch das... Hoi. Oh Gott. Kann ich das nicht einfach mal hier liegen lassen, ohne dass es aufhebt? Ja, sehr schön. Die beiden Sachen mal weggeworfen, damit ich dann Platz für Steine habe. Und wir machen erstmal hier ein bisschen weiter. Ein weiterer Petalhopper nehmen wir. Noch mehr Fiber. Gott, ich werde auf jeden Fall gleich nochmal hier raus müssen, um das Ganze aufzuheben. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Okay, unsere Farm hat langsam aber sicher eine Menge Leerfläche. Und ich denke, wir können vor allen Dingen mit den ganzen Ressourcen, die wir haben, dann auch bald was richtig Gutes anfangen. Bei den Carpenter. Da ist eine Raupe. Die würde ich gerne einmal mitnehmen. Nicht den Fiber aufheben. Auch nicht die Daffodil aufheben. So, bitte. Danke. Okay. Ach, genau, das war der Red Head Worm. Ich muss kurz auslagern, ansonsten drehen wir uns hier ewig im Kreis und darauf habe ich keine Lust. Also, das bitte einmal alles hier rein. Ich kann die Caterpillar dann ja immer noch rausnehmen. Oh, naja, egal. Lassen wir die Steine drin. Damit wir alles direkt wieder mitnehmen können, so wie wir es weggeworfen haben. Gut, okay. Und dann meinen wir noch ein paar Steine. Der gute Meilenstein. Okay. Noch ein weiterer Petalhopper, den kann ich jetzt aber wirklich nicht mitnehmen. Ich würde gerne. Je mehr Insekten wir natürlich mitnehmen können, umso besser ist das ja auch für uns, weil wir die dann einfach weiterverkaufen können. Okay. Ach ja, stimmt, wir können ja auch Bäume schütteln. Das habe ich auch schon wieder komplett vergessen. Ganz viel Holz für uns. Upp, da habe ich vergessen zu schütteln. So, dann wollen wir gleich mal beginnen. Wir sind gleich out of Stamina. Stamina. Oh, da drüben fliegt ein Käfer. Was ist das für einer? Eine Biene? Das ist eine Biene, oder? Eine Bumblebee. Nice. Ich finde es übrigens lustig, wie wir einfach die ganzen Insekten in unsere Truhe stecken können. Einfach kein Problem darin. Das ist so witzig. Okay, wir sind gleich fertig. Ich denke, ich werde noch ein bisschen Holz farmen, damit ich mein Inventar noch so lassen kann, wie es gerade ist. Ohne, dass ich jetzt zu viel hin und her rennen muss. Eine Pinecone, okay. Dank, 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 dank. So. Und dann ist der Baum noch fällig, würde ich sagen. Ah, es reicht nicht mehr. Ich bin out of Stamina. Okay. Dann lagern wir dich und nehmen... Die Bumblebee brauche ich nicht, aber die Caterpillar brauche ich beide. Okay. Und dann würde ich das Holz noch reduzieren, für den Fall der Fälle, dass ich nochmal einkaufen möchte. Alles klar. Und dann beginnen wir unseren kleinen Rundgang durch Mystria. Vor allen Dingen ist es schon wieder fast der Tag rum. Calderis.
Seeing you work so diligently on your land makes me wish I could help. Although I suppose as a dragon clearing the land would require a most delicate touch. Ist wohl wahr. Aber hey, wir appreciaten den Fort und wir haben jetzt Tier 1 von unserem Farming durch. Das ist sehr gut. Das heißt, wir warten jetzt tatsächlich einfach darauf, bis wir Level 15 erreichen in unserem Farming Skill. Und dann können wir Tier 2 freischalten. Das heißt, mit allem, was ich jetzt erwirtschafte, gehe ich vermutlich eher in die Richtung von Blacksmithing, denke ich. Oder Woodcrafting? Nee, Woodcrafting war das. Genau, Woodcrafting werden die nächsten Investitionen sein. Und dann machen wir einen kleinen Rundgang. Ich würde sagen, wir fangen erstmal links an. Oh. Da haben wir auch direkt das Mädel, dem wir eine Blume schenken wollen. Ich muss auf jeden Fall den Pfad hier links als nächstes angehen. Entschuldigt. Und... Sie ist nicht hier. Sie ist schon weitergelaufen. Na, vielleicht kann ich sie noch einholen. Weil ist Henrietta da? Ja, ist sie. Okay. Ich hätte mich schon gewundert, wo Henrietta hingehen möchte. You've really taken to farming, haven't you? I'm so glad. Ja, und du kannst noch die Daffodil haben. Such a pretty flower. Thanks for thinking of me, Phantasm. From one farmer to another. You're doing great work, Phantasm. Danke. Ich mache zwar nicht viel, aber es ist... ehrvolle Arbeit. Hallo Henrietta. Henrietta Waxertail favors energetically. Das freut mich. Du bist eine gute Trute. So. The Narrows. Die Minen sind ja direkt daneben, das heißt, wir können da auch gleich neben dem Museumsbesuch in die Minen gehen. Nehmen wir die Wildberries mit. Ich sollte die Wildberries eventuell als Zwischennahrung nehmen. Donate. Eine Caterpillar donaten wir. Jawohl. Und wir vervollständigen nach und nach das Set. Wir haben jetzt schon 40%. Lass uns mal kurz ansehen, wie weit wir bei den einzelnen Elementen sind. Da haben wir noch eine Menge vor uns. Hier unten, Flora. Okay, den Kohl, sobald wir ihn haben, werden wir auf jeden Fall spenden. Erdbeeren können wir noch machen und Kirschen. Kirschen kriegen wir wahrscheinlich diesen Frühling nicht mehr hin. Aus dem einfachen Grund, dass der Kirschbaum noch eine Weile braucht, bis der wächst. Und deshalb denke ich, wird das nichts mehr. Aber Erdbeere können wir schauen, ob wir das vielleicht noch hinbekommen. Und dann beginnt auch schon direkt die Sommersaison. Und ich würde die auch sofort so beginnen. Aber bis wir im Sommer sind, dauert es noch viele, viele Parts. Okay. Weiter geht's. Auf zur Mine. Die Bären nehmen wir auf den Rückweg mit. Phantasm, what a joyous day! Mistria's town rank improvement shows that we are on the right track. Why, just think! If we leave the mines closed, we can't continue to focus our efforts on other town initiatives. Errol, we both know the town's growth will not continue without a reliable source of stone and ore. New artifacts for the museum would be a boon too. I can see there is no dissuading you two. Alright, alright. We shall proceed with the reopening. Be careful, Phantasm. The earthquake has revealed cave passages beneath the mines that are yet unexplored. I trust you're ready to handle whatever lies below. Keep your wits about you. Ja. Wir werden uns auf jeden Fall alle Mühe dafür geben. For Mistria! Okay, good luck. I will do what I can to assist the both of you with your finds at the museum. Ich meine, es ist nicht in meinem Interesse, heute da reinzugehen, aber wir werden auf jeden Fall in den kommenden Parts mal einen Abstecher da reinmachen.
With the main shaft collapse, you'll need to take the ladder down to start your descent. The elevator isn't working, but Errol believes that if you can rediscover the elevator platforms further down, that it can be restarted. Incredible! Another dragon statue! This wasn't here before the earthquake. It looks like the statue on my farm. Another astounding find within now. Nein, wir werden das nicht für uns claimen. Haha, it seems the archaeologist bug has hit you too. I need to confer with Errol and begin a thorough search of the mine's history. It's hard to believe that there is no record of this statue. I hate to cut and run so soon, but this is of immense archaeological importance. Would you be alright on your own, Phantasm? Na, aber sicher. Nur nicht heute. Best of luck, we're all looking forward to your findings. Danke. Und damit hat er offiziell gesagt, dass er die ganze Verantwortung an uns abgibt. You completed this quest. Es ist einfach schon wieder 17 Uhr hier in dem Spiel. Oh, die Wildbeeren vom letzten Part lagen hier einfach noch rum. Okay, fangen wir erstmal hier in der Schmiede an. Aelin, that devil, he got the mines open, did he? Let me know if you come across any gems or precious stones. Das sowieso. Hm, excuse me. Ja, Marge, alles gut. So, hier drüben haben wir Ulrich. Oh, hey, Phantasm, just doing a little night workout. It helps me fall asleep. Geht mir ähnlich. Ich fühle mich eigentlich auch jeden Tag ziemlich gut, wenn ich vorher meinen Workout gemacht habe. Oh, Moment, du hast eine Request gehabt. Ah, this must be the caterpillar I requested for luck, right? Thank you, Phantasm. He's going to love it. Here's your reward. Danke. Ich habe total vergessen, dass der eine Sache war. Dell's uncanny good at hiding, so I'm always relieved when she's the one seeking. Once they couldn't find her for hours. When they came home to dinner, Dell came out from under the dining table as Scream Phantasm. Glaube ich. Mein... Es gibt auch für Eltern natürlich kaum etwas Schlimmeres, als wenn das Kind natürlich nicht gefunden werden kann, nicht wahr? Hm? You don't have to wake me up. Leave the money on the table and enjoy the bath. Let a girl sleep. Back again, are we? Maybe I should have fed that potion to Dell. I'll head on in. I hope you enjoyed your bath. But remember, if you feel blah 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 blah. Das ist alles randomized coincidence. Dozy appears to be tuckered out from being such a cutie pie. Er ist halt auch einfach criminally cute. Okay. Rechts haben wir Aelin und die... Ah ne, ist nicht die Anglerin. Das ist Hayden oder wie heißt? Wait. Du bist mein. Ein Praying Mantis. Oh. Nice. Aber leider nichts fürs Museum. Na gut. So, dann haben wir hier unten... Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh, der ist schon weitergelaufen. Bleib da, bleib da, bleib da. Muss noch mit dir reden. No matter what Rainer makes at the inn, it's always a delight. Joe and Hemlock have a good kid there. Und Aelin, sehr schön, dass du mir entgegenkommst. If you have any questions about the historical details of Mystery, I'd be happy to answer them. Of course, if you've seen any sights of note on your travels, I'd love to hear about them in turn. I've seen marvels you wouldn't believe. Once on the side of the road, I saw Aldaria's biggest ball of twine. Okay, wir gehen fürs Erste. Das Zweite klingt nach einem ziemlich dämlichen Brag. Oh, let me buy you a drink sometime and you can regale me. Na, aber sicher. Da drüben nehmen wir noch die Beeren mit. Kurz ein bisschen Bäume schütteln. Nichts dabei. Okay. Und dann sprechen wir jetzt noch mit dem Rest. Und machen danach noch ein bisschen Nachtaktivität. Und dann sind wir auch schon fertig. Mit fast allen habe ich hier geredet. Hier oben ist noch... Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Bleib da! Bleib da! Bleib da! Ah. Okay, Adeline. It's always nice to be out and about. Seeing everyone working so hard really fires me up. Und dann haben wir hier drinnen noch die Tante.
Ist natürlich die Frage, wo sie sich versteckt. Oh, sie sitzt am Dinner Table. Okay. Your palate does change as you get older. In my youth, I preferred something rich, but now something distinctive is more to my taste. Oh, well, we're talking about dinner? My mistake. But... okay, Lady. Da waren ein paar zu viele Informationen für mich dabei, die ich jetzt persönlich nicht wissen wollte. Okay, die meisten sind im Inn. Und dann gehen wir noch in den Shop. Da muss ich sowieso hin. Wobei, ich sehe gerade, mein ganzes Inventar ist voll. Aber ich würde gerne noch ein bisschen Saatgut kaufen. Das heißt, ich müsste eventuell die Nacht nochmal hier vorbeikommen. Ah ne, das ist die Klinik. Never mind. Nettle grows everywhere in Mystria, but you're most likely to find him in the deep woods. Velen, why do you ask? Nettle has a long history of being used to treat muscle and joint pain, as well as problems of the skin. Das ist etwas, das wurde uns auch immer gesagt als Kind. The deep woods have been blocked since the earthquake. Looks like I'll have to keep importing it from the capital for now. Okay. Okay, okay, okay. So, dann haben wir noch das ganze Inn. Und unten rechts haben wir noch die Anglerdame. Und dann sind wir durch. Da sollte ich doch auch... Ah, hier. Genau. Turn in. Looks like you're ready for crafting lessons. Come on, I just need to get a few things together first. Jetzt hast du mich natürlich hierher geportet. Das ist gar nicht gut. So, this is where you'll be crafting today. Feel free to use it anytime. There's also a crafting station in town and you can even buy one from us to place on your farm. Das mache ich in Zukunft sicher noch. Anytime you want tips, you only have to ask. Stimmt, mit Landon haben wir noch gar nicht geredet, oder? Doch, haben wir. I think you'll find being able to make your own fences handy. You can use them to section off your land to keep your farm organized. They keep your chickens out of your corn and the weeds from overtaking your field. They're great practice too. You'll be on bigger projects in no time. Ready to get technical about how to craft them? Let's start my fencing lesson. Step 1, open a crafting menu. Ja, ja. Step 2, select what you want. Step 3, material skill level and time required are on the right. Step 4, select OK to craft. Your receipts can be purchased and discovered in a variety of ways. Unlock the perks to create infused items with special attributes. Okay. Nice, und wir haben unseren ersten Fans gemacht. Nicely done. I'll say. Let's have you make a few more sections of fence while you're here to make sure you've got the hang of it. Ja, aber das kostet mich gerade keine Zeit. Und landet in meinem Heiminventar, weil ich ja sowieso keinen Platz habe. Oh. Achso, nee, das. Ja, klar. Das Holz im Inventar, von dem wir natürlich 10 Stück mitgebracht haben, das wurde ausgetauscht. Ergibt Sinn. Ich war gerade ein bisschen dämlich, sorry. Okay, schaffe ich es noch rechtzeitig zurück auf die Farm? Das Zeug abzulagern und zu verkaufen? Shards. Okay, ja gut, das ergibt Sinn. Aland möchte Shards haben, aber das machen wir natürlich dann, wenn wir... Oh, das Geschenk hole ich heute nicht mehr. Und ich muss noch ins Inn. Da habe ich noch ein paar Gespräche, die ich nicht gemacht habe. Sorry Leute, ich denke, ich werde das in Zukunft auch mit den Gesprächen auslassen. Aber... gleichzeitig macht das auch so ein bisschen den Charme aus. Also, wenn ich das für mich selber spielen würde, würde ich das auch wirklich die ganze Zeit machen. Aber ich denke, in Zukunft werde ich mich dann erstmal nur auf ein paar wenige Charaktere konzentrieren, die mir über den Weg laufen, um den Tag ein bisschen produktiver zu gestalten. Look alive, Dragon Guard. We have to protect the town from, earthquakes. Dale's our leader. She's cool and strong, but most importantly, she listens to me talk about bugs. I've been trying to think of a good sleep plan, but it's getting late. Ha! 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 I guess I should give it a rest. Oh Gott. Old's not so good with spicy food. Did you know royalty eats with 10 different kinds of spoons and 20 kinds of forks? That's too many. When I become queen, I'm outlawing all that. I appreciate that Holt keeps my uncle busy with all their woodworking projects. Keeps him out of trouble, though he comes home with some rough puns. Die Rough Buns, die sind noch das Gute. Ich möchte mit ihr reden. Welcome to the Sleeping Dragon in Phantasm. Make yourself at home. Leider keine große Zeit mehr dafür. Ich muss noch ein bisschen was auf meiner Farm machen, bevor ich mir es gemütlich machen kann.
Solange die Farm nicht Selbstläufer genug ist. Oh. Natürlich wollen wir noch mit ihr reden. Kann ich das so ziemlich vergessen. Once in a blue moon, I get in the mood fishing by my lonesome. Night fishing in town is secure for that. Das kann ich ein bisschen verstehen. Okay. So, dann würde ich erstmal sagen, lagern wir ein bisschen hinher. Dann gehen wir an die Nachtarbeit. Und ich denke, ich könnte auch ein paar Sachen verkaufen, oder? Ein paar Insekten? Ja. Ich verkaufe die Insekten, die ich hier habe. Ich bin so ein dämlicher Horter. Okay. Ship, 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 ship. Alles klar. So. Vielleicht schaffe ich es noch rechtzeitig. Vielleicht schaffe ich es noch rechtzeitig, dass ich mir noch ein bisschen Saatgut kaufen kann und dann arbeite ich, bis mein Charakter automatisch ins Bett geht. Ich denke zumindest, dass er das tut. Wait. Was haben wir hier? Ein Herkuleskäfer? Ne, ein Rhinoceroskäfer. Oh, cool. So. Und dann. Ah, wir können uns nicht ganz Strawberry Seeds leisten. Verdammt. Ah, das wäre zu schön gewesen. Dann hätte ich nämlich jetzt tatsächlich auch Strawberries anbauen können. Na gut. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns. Oh, das war nicht zu viel. Kaufen wir uns Cabbage Seeds. Und holen uns jetzt noch Turnip. Genau. Und dann haben wir es genau. 260. Die pflanzen wir auch direkt ein. Und dann haben wir ein bisschen wiederkehrendes Geld. Das ist zumindest etwas. Und den Rest der Zeit verbringe ich dann damit, dass ich einfach noch ein bisschen die Farm aufhübsche. So. Cabbage, Cabbage. Oh, ist direkt gewässert. Sehr schön. Cabbage. Turnip, Turnip. Alles klar. Ah, gut, ich habe die Gießkanne nicht ausgerüstet. Die muss ich eben erstmal holen. So. Jetzt wird nochmal gegossen. Zack. Und dann fangen wir nochmal an, hier ein bisschen was wegzuhauen. Wie gesagt, die linke Seite will ich jetzt als nächstes in Angriff nehmen, weil hier ist noch alles sehr bewuchert und ziemlich, ziemlich schrecklich. Das geht auch gut von der Hand. Wir kommen gut vorwärts. Und haben direkt unser Inventar vollgemüllt. Okay. Aber Hauptsache, wir können sozusagen linear hier durchlaufen, weil das hat mich jetzt schon ein bisschen gewurmt. Und ja. Axt. Dann würde ich noch ein paar Bäume fällen. Auch wenn wir die gerade nicht aufheben können. Wir können ja zumindest dafür sorgen, dass sie gefällt sind. Und dann können wir sie am kommenden Tag aufheben. Wie wir wissen, bleiben die Sachen ja liegen. Okay. Wir haben die Grenze erreicht. Wir konnten das damit leider gar nicht ganz ausnutzen. Aber es ist nicht schlimm. Wir haben eine Menge geschafft. Wir haben auch einiges erwirtschaftet. Und direkt nochmal unseren Town Rank erhöht. Gleich ein bisschen Kleingeld noch in der Tasche. Und dann können wir uns tatsächlich einen Strawberry Seed im nächsten Part kaufen. Das gefällt mir. Aber ich würde sagen, der Part ist an sich schon ordentlich lang. 30 Minuten und wir haben gar nicht so viel gemacht. Ja, wahrscheinlich fühlen wir uns nicht so gut, oder? I overslept. Oh, oh ja, bis 10 Uhr. Alles klar, das wollen wir in Zukunft vermeiden. Das werde ich definitiv nicht nochmal versuchen zu machen. So oder so, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut.